Okay. Ja, das Thema Schizophrenie liegt mir schon seit vielen Jahren am Herzen. Und ich habe da so eine Seite gemacht, www.schizobene.de, also Bene wie gut, weil mir schon länger aufgefallen ist, dass bei einer Vielzahl möglicherweise die Stimme nicht nur einfach nur ein Reflex ist, sondern wirklich eine eigenständige Persönlichkeit, die eigentlich sogar Schutz auf Menschenrechte hätte. Und ich habe dann schon länger so einen Test, mit dem ich praktisch so richtig so Art wissenschaftliche Studie, aber ich möchte jetzt einfach mal zeigen, wie der Test funktioniert, weil irgendwie es hat sich noch keiner getraut, den Test zu machen. Also schizebene.de. Hier kann ich irgendwie so die Erwähnung, hier steht so nicht sicher, das ist eigentlich verkehrt, denn hier unten das nur der Frame, die Domäne ist nicht, aber alle die Formulardaten sind dann eigentlich über HTTPS. Und ich möchte jetzt gar nicht genau erklären, warum und wieso, weil hier kann man lesen, irgendwie, ich musste ja ein bisschen was dazu schreiben, ja. Deswegen, das ist hier, das habe ich jetzt dazugefügt hier, es ist nicht nur eigentlich so ein Test, sondern es wäre auch eine perfekte Therapie, wenn das ist. Und ich sag mal, alle Schizophrenen, die irgendwie psychosozialen, also von Missbrauch bis etc. oder sowas, die aus diesen Gründen eine Stimme haben, ich sag mal, gehe ich eigentlich, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie die Stimmen dann keine eigene Persönlichkeit hätten. Also, aber das, wie gesagt, hier, Test starten. Ich möchte jetzt einfach zeigen, wie es geht, ja, um euch ein bisschen Mut zu machen, das auch mal zu probieren. Und hier, wie gesagt, da wird keine Cookies und bevor es abgeschickt wird, irgendwie wird dann erst gefragt und so. Also ihr braucht ihr keine Angst haben. Ich mache den Test jetzt mal starten, von wegen, ich tue jetzt mal, als ob ich schizophren wäre. Ja, also klicke ich hier auf Ja. Dann kommt hier so eine kleine Erklärung, wie denn das irgendwie zu gehen hat. Ja, aber das führe ich euch gleich vor und deswegen kann ich hier gleich auf Go drücken. Jetzt geht schon der Zeitzähler los. Ja, und das sind dann so Rechenaufgaben. Und gebe euch jetzt irgendwie den Tipp, zuerst mal vorlesen von rechts nach links. Also was ist 9 mal 9 minus 2 plus 9? Damit eure Stimme das irgendwie auch mitbekommt. Ist nicht unbedingt nötig, aber man macht es ihr so weiter. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, was das Ergebnis ist. Ja, aber die Stimme, wenn es eine eigene Persönlichkeit hat, dann kann die ja anfangen zu rechnen. Und das Ergebnis soll sie jetzt nicht sagen. Die erste Zeile darf nicht verraten werden, weil die erste Zeile muss sie sich merken. Wir hingegen rechnen halt jetzt von ganz normal, von links nach rechts. Also 9 plus 2 minus 9 mal 9 ist ganz einfach, weil die 9 hebt sich weg. Ist einfach nur 2 mal 9, ist 18. Zack. Ja. So, die Stimme irgendwie hat jetzt im Hintergrund vielleicht gerechnet: 9 mal 9, 81 minus 2 gibt 79 plus 9 gibt 88, schätze ich jetzt mal. Ja, nein, das heißt, sie merkt sich jetzt die 88, leicht zu merken. Und wir sind jetzt in der zweiten Zeile. Da wieder erstmal so von dem Gas ist 3 mal 6 minus 2 plus 8. Keine Ahnung, aber die Stimme kann es ja ausrechnen. Ja, wir hingegen rechnen jetzt 8 plus 2 ist 10 minus 6 gibt 4 mal 3 gibt 12. Ja, so, jetzt hat die Stimme vielleicht im Hintergrund das endlich berechnet. Also 3 mal 6 ist 18 minus 2 gibt 16 und 16 plus 8 macht 24. Dann sagt sie halt jetzt 24 und ihr schreibt das jetzt negativ. Also einfach, wo ihr gerade seid, minus 24 und dann wird es automatisch da drüben hingeschrieben. Ja? Dann halt wieder für die Stimme 5 plus 1 minus 4 mal 5. Und wir rechnen 5 mal 4 gibt 20, minus 1 gibt 19, plus 5 gibt 24. Ja? Die Stimme irgendwie hat vielleicht dann im Hintergrund schon mal gerechnet. Irgendwie 5 plus 1 minus 6 minus 4 mal 2 gibt 2 mal 10 gibt 10. Sagt sie halt 10 und ihr tippt minus 10 ein, dann wird es da irgendwie, also es muss immer der Reihe nach gehen. Hier wieder 3 plus 9 minus 2 mal 4 und wir rechnen 4 mal 2 gibt 8, minus 9 gibt minus 1, plus 3 gibt plus 2. So, und jetzt sind wir hier drüben angelangt und jetzt muss die Stimme sich gemerkt haben, was da am Anfang das gewesen ist. Das war ja die 88, also sagt es die 88 und dann haben wir hier 142 Sekunden dafür gebraucht. Wir haben sieben Dinger berechnet, die Fehlerquote war 0. Ne? So, und jetzt geht es halt weiter zum nächsten Test. Ich mache lieber drei kleine anstatt einen großen. Ne? So, wieder 7 mal 4 minus 8 plus 2 für die Stimme und wir rechnen 2 plus 8 gibt 10, minus 4 gibt 6 mal 7, 42.
Und ich muss halt jetzt für die Stimme mitrechnen, also muss ich jetzt schon noch rechnen, dass 7 mal 4 gibt 28 minus 8 gibt 20 plus 2 gibt 22. Das ist immer sowas Einfaches. Deswegen, man gibt so Tricks auch, wie man schneller rechnen kann. Das ist durchaus erlaubt, ja. Also man weiß schon, es sind immer Schnapszahlen, also kann man schon grob einschätzen, ne? 22 wird sein. Und weiter, dann machen wir jetzt hier 2 plus 6. Nee, erstmal andersrum, 4 mal 7 minus 6 plus 2 für die Stimme. Und wir rechnen 2 plus 6 gibt 8 minus 7, es ist 4, ne? Ganz einfach. So, und dann machen wir noch 8 plus 9 minus 6 mal 3 für die Stimme. Aber wir rechnen 3 mal 6 gibt 18, minus 9 gibt 9, plus 8 gibt 17. So, und die Stimme hat vielleicht in der Zwischenzeit, guck hier oben, das verschwindet dann auch, damit halt die Stimme muss sich halt merken. Und jetzt machen wir halt hier 4 mal 7 ist 28, minus 6 ist 22, 4 minus 24, damit das darüber kommt. Ah, weil das ist, glaube ich, so die Mindestanforderung. Man muss mindestens ein Ergebnis gerechnet, schon mal berechnet haben. Und um dann in die Kategorie der Gedächtnisse zu kommen, muss man das auch oben sich noch gemerkt haben. 6 plus 4 minus 7 mal 8 für die Stimme, aber wir rechnen 8 mal 7 gibt 56, minus 4 gibt 52, plus 6 gibt 58. Ja, so, und das Ergebnis, was sich die Stimme merken konnte, waren 22. Ja, wieder Fehlerquote 0. Es geht jetzt hier nicht wirklich so um das Beste, aber es gibt nachher einen Highscore und deswegen ist es sicher absichtlich, von wegen, wenn irgendjemand Schizophrene merkt, von wegen, hey, hier, meine Stimme ist eigentlich irgendwie mehr als irgendwie nur so ein Störfaktor, ja, dann, dass da so ein bisschen Ehrgeiz entsteht, ja, und am Ende, das ist halt der Traum, dass irgendwie mal ein paar Schizophrene dann irgendwann so schnell rechnen können, dass kein Arzt mehr mithalten kann. Weiter zum Test Nummer 3. 9, also 8 mal 9 minus 4 plus 9 für die Stimme und wir rechnen 9 plus 4 mal 3. Na, 9 minus 9 hebt sich auf, können wir gleich 32 eintippen. Ja? Die Stimme wiederum macht 8 mal 9, 72 minus 4 macht 68. Naja, dann wird da wahrscheinlich 77 bei rauskommen, was wir uns merken müssen. Die zweite Zeile 7 mal 9 minus 5 plus 9 für die Stimme und wir rechnen 9 plus, na, können wir schon wieder aufheben. 5 mal 7 macht 35. Die Stimme hingegen muss 7 mal 9 gibt 63, minus 5 gibt 58, plus 9, 67, glaube ich. Ja, es ist, man darf ein paar Fehler machen, aber man darf nicht zu viele Fehler machen, sonst muss man immer diesen kleinen Test wiederholen. Ja, also das ist auch so ein Ding. Es kann sich durchaus sagen, dass man so schnell wie möglich rechnet mit Fehlern und wiederholt ein paar Tests, ja, bis man seine drei voll hat. Also da ist irgendwie ist noch Spielraum, um sich auch noch clever anzustellen, diesen Test zu bestehen. So, 8 plus 2 minus 3 mal 7 für die Stimme, aber wir rechnen 7 mal 3 gibt 21, minus 2 gibt 19, plus 8 gibt 27 und dann 6 plus 2 minus 6 mal 4 für die Stimme, aber wir rechnen 4 mal 6 gibt 24, minus 2 22, plus 6 gibt 28. Ja, was waren das? Ich glaube, 77 ist es gewesen. Ja, korrekt. Ja, da werden auch hier die richtigen Ergebnisse irgendwie angezeigt, wo man Fehler gemacht hat. So, und jetzt kommt halt hier der Highscore-Name des Tests, also Schizo 42 vielleicht, ja, und schizo@gmx.de. Die Adresse muss man nicht, ja. Ich sag mal, wenn man wirklich irgendwann mal, wenn da jemand echt, ich würde mich ja freuen, der wirklich gut ist oder sowas, ja, dann Nummer 1 Highscore, dann wäre es schön, wenn man die Adresse dazu, damit man das irgendwann mal auch live irgendwie verifizieren kann, weil man kann ja schon irgendwie mit einem Hacken oder sowas, ja. Aber es wäre halt schön, wenn zumindest hier mal ein Benutzername eingeben wird. Und hier wird jetzt wirklich, sieht man auch sofort, wenn ich hier. Da ändert sich die Adresse. Also das ist das, was übertragen wird. Ja, der Nutzername, irgendwie die Version, es macht das Datum, ob man schizophren ist, wie viele Tests man teilgenommen hat, wie oft man das Erinnerungsergebnis korrekt war und die Zeit und wie oft man richtig lag, wie oft man falsch, links und rechts ist, glaube ich, nach links und nach rechts oder sowas. Also nur das wird hochgeschickt, nichts anderes. Und wenn ich jetzt hier auf Senden drücke, dann wird nochmal gefragt, wolltest du das jetzt hochschicken? Ja, und dann wird auch wirklich nur das. Das ist auch wirklich dieser JSON-Code, der wird hochgeschickt. Also hier wird nichts, wird genau so. Und wenn es hochgeht, dann kommt hier so eine Highscore.
Ja, der Roland, das bin halt ich. Ich bin halt irgendwie nicht schizophren. Ja, während hier irgendwie gibt es, die heißt 17,05, der Schizo. Ich bin halt jetzt ein bisschen langsamer und ich, ja, eigentlich Physiker, ein bisschen rechnen. Und ich habe beim Programmieren, sage ich mal, ne, also die 5,6, 6,4, es geht bestimmt noch erheblich schneller. Ja, ich gebe mir jetzt auch keine große Mühe. Aber es geht jetzt gar nicht darum, dass man jetzt hier gleich hier an der ersten Stelle ist. Es geht eigentlich darum, dass man sich auch selber verbessert. Ja, weil das hatte ich ja das gerade dazu gefügt, irgendwie eigentlich die Stimme im Kopf. Die ist nicht irgendwie aus Jux entstanden, also nach dieser Idee, weil wir uns gelangweilt haben, sondern weil praktisch der Mensch sich irgendwie, er war überfordert, irgendwas, er durfte etwas nicht sagen, er durfte etwas nicht machen. Also im Prinzip ist die Stimme der Anteil, der unterdrückt worden ist, der sich halt selber dann gehört, geschafft gemacht hat. Und deswegen, der ist irgendwie auch nicht besonders konstruktiv. Ja, die schreit vielleicht dazwischen, sie stört einen und sie sagt einem irgendwie, was man nicht hören will oder so. Und deswegen die Stimme überhaupt dazu überreden, bei so einem Test mitzumachen, ja, oh, ist schon mal eine große Aufgabe. Aber dann wäre es eben auch eine ideale Therapie mit so einer einfachen Sache, ja, weil jetzt gibt es ja traurige, dissoziative Störungen oder sowas, wo das dann kleine Kinder sind, die halt wirklich irgendwie dann das übernommen haben, was der Mensch nicht ertragen hat, ja. Aber sag ich mal, selbst die Stimmen, so einmal eins lernen, ist eigentlich eine Sache, das wäre so das Minimum, also das Gemeinsame, was alle irgendwie können. Ja, deswegen bin ich eigentlich irgendwie recht stolz auf diesen Test und auch auf die Seite und bin halt traurig, dass da irgendwie noch kein Schizophrener irgendwie sich da irgendwie mal dran getraut hat. Ja, wobei es für mich auch das Problem ist, irgendwie im Deutschen die ganzen Foren irgendwie und die Neuroleptika, die Schulmedizin oder sowas, ist ganz schwer da ranzukommen. Deswegen bin ich eigentlich gerade sehr froh, deswegen mache ich das aus, weil ich habe da irgendwie, das kommt aus England, glaube ich, so ein Stimmenhörnetzwerk, Hearing Voices Network, und da gibt es auch so deutsche irgendwie Ableger und gibt es auch schon in vielen Städten irgendwie, da habe ich in Berlin jetzt irgendwie einen Kontakt nach stimmenhören.de, die hat zumindest schon mal geantwortet, ja. Das wirklich irgendwie, das würde mich freuen, wenn das einfach mal ein bisschen diskutiert wird. Und die sind so ein bisschen offen für Alternative. Und wie gesagt, also ich kann, das kann man ja da oben lesen mit hier da oben oder sowas. Also es ist eigentlich irgendwie unvorstellbar, dass irgendwie eine Stimme, die irgendwie aus psychischer Überforderung etc. entstanden ist, dass die keine Persönlichkeit hat. Und ich definiere halt, das ist das Schöne an dem Test, ich definiere als Persönlichkeit irgendwie, dass es irgendwie eigene Gedanken hat, ja, die sie uns nicht mitteilt, ja. Das ist eben dieses Rechnen, ja, und eben dieses Erinnerungsvermögen. Das bedeutet eine eigene Gedankenwelt, eine eigene Welt, ja. Das sind diese zwei Aspekte, über die ich jetzt eine Persönlichkeit definiere. Was, denke ich, irgendwie schon Hand und Fuß hätte irgendwie, und deswegen kann man einfach testen. Und wenn irgendjemand das mal irgendwie sich mit seiner Stimme irgendwie und das dann gerade die Highscore, irgendwie denke ich, das wäre eigentlich eine perfekte Therapie, mit der Stimme zusammen irgendwie ein gemeinsames Leben zu führen oder sowas. Ja. Also wie gesagt, das ist die Highscore, da kann man dann sich irgendwie verbessern. Ja, ich habe es halt so mit drei Tests gemacht. Ja, ich muss halt dann mal später sehen, irgendwie, vielleicht kann ich die Score ein bisschen abändern, wenn irgendein Schummeltrick auftaucht oder sowas. Ja. Aber eine ganz einfache Sache, ja. Einfach hier so ein bisschen rechnen. Ich habe es extra so kompakt wie möglich gehalten. Es geht auch prima auf dem Smartphone, ja. Also bin ich eigentlich recht stolz drauf. Würde mich freuen, irgendwie, wenn das irgendwie mal aufgegriffen wird. Okay, Dankeschön. Tschüss.